Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Wir sind immer noch mit unserem cuten Protagonisten Rinshu Warza unterwegs. Der Tag neigt sich seinem Ende zu. Wir wissen, dass wir morgen einen freien Tag vor der Nase haben. Ich bin vor dem Zubettgehen jetzt nochmal bei fast allen gewesen. Hier unten tummeln sich noch einige Ausreißer, mit denen wir gleich schnacken werden. Wir haben beim letzten Mal im Grunde genommen eigentlich den ganzen Part damit zugebracht, Milliam zu suchen, die sich irgendwie auf dem Weg gemacht hat, Trista zu erkunden und uns da so ein bisschen Katz-und-Maus-Spielchen geliefert hat. Und ja, irgendwann kriegen auch wir unseren wohlverdienten Schlaf, aber nicht ohne vorher mit Emma, Celine und entweder Sharon oder Sarah gesprochen zu haben. Aber warte mal, dann ist Sarah definitiv nicht im Haus. Die ist scheinbar unterwegs, weil die ist weder oben noch hier unten im Erdgeschoss. Hä? What's Celine doing hier? Warte mal, ich muss mal kurz mein Mikro wieder ein bisschen richten. So. She seemed to have made her way in. Did something happen, Celine? Maybe she's hungry? Ja, ich glaube, da sagt eine Katze nie nein. No, it doesn't look that way. What? If only we could understand her. Yes, wouldn't that be nice? Ja. Wir haben dich schon mal reden hören mit Celine. Rin hat nur zu schnell mit der Fragerei aufgehört, aber es gab schon den ein oder anderen auffälligen Moment. I'm sorry, Celine, but it's already getting late. You can come visit us again tomorrow. Aber wenn sie hier mit ihrer Katze gesprochen hätte, dann hätte Sharon da hinten bestimmt irgendwas davon mitbekommen. Wobei, vielleicht ist Sharon ja auch in die Hintergründe involviert und weiß ein bisschen mehr über Emma, als wir es aktuell aus Spielersicht tun. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich Celine keine Fresh Milk mitgeben. Das ist schade. Lady Sarah will be returning home late. Will be returning home late today. She made mention of an important discussion with the principal. Ach, das haben wir sogar gesehen, wo sie mit Neidhart bei Vandik stand, ne? With the principal. I wonder what that entails. A small number of possibilities come to mind. However, I believe they are most likely discussing what highly difficult task to assign to you next. Wenn man an Sarah denkt, könnte das hinhauen. I really hope not. Lady Sarah will be returning home late today. I shall be here to welcome her return, so please feel free to get some rest for the night. Das wird er tun. Das werden wir tun. Das haben wir uns verdient. Denn morgen steht uns wieder ein arbeitsreicher Tag bevor und ein bisschen Schlaf kann hier definitiv nicht schaden. Ich habe jetzt aber keinen ausgelassen oder so, ne? Nee, okay. Ich bin auf der falschen Seite. Hier ist unser Zimmer. Ich finde mein eigenes Schlafzimmer nicht. Rin, hast gesoffen oder was? 201. Should I call it a day? Also 201 ist die Nummer, wo wir residieren. Unsere Zimmernummer quasi. Yes. Let's go to sleep. Und hoffen, dass morgen nichts Schlimmes passiert. Dass wir schön unser Zeug abgearbeitet kriegen. Wir werden von Toa wahrscheinlich gleich wieder einen netten Brief in Händen halten mit ganz vielen wichtigen Aufgaben. Und es gibt heute auch eine Hidden Quest. Sogar zwei, streng genommen. Wenn meine Quelle nicht irgendeinen Fehler enthält, aber wir werden gucken. Und eine davon, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, hängt wieder mal mit dem werten Neidhart zusammen. Mal schauen. Vor allen Dingen auch, in welcher Reihenfolge ich das alles abfrühstücken werde heute. Student Council Tasks August. Aha, Schoolhouse Mystery wenig überraschend. Door 7 Mysteries hingegen schon. Es wird auf jeden Fall ein sehr mysteriöser Tag, wie es aussieht. Vom Beryl. Ah ja, deswegen Mysteries, alles klar. Lately the other girls have been going on about the 7 Mysteries of the Academy. I desire this grim knowledge. If you do too, visit the Occult Research Society Club Room in the Student Union Building. Mhm, das sind wir beim letzten Mal gewesen. Die gute Beryl war creepy wie eh und je, also alles wie immer. George und Angelica, we're adding a new future to the bike and we want you to give it a test run. Come see us in the engineering building when you're ready to ride. Okay, und? Does anyone in Class 7 actually read these? If I wrote whatever I wanted here, would they investigate the old schoolhouse regardless? Das ist eine gute Frage. Perhaps I should use this opportunity to tell a joke. I just know the one. Two men walk into a bar, instructors Neidhart and Thomas, perhaps, and one says to the other, oh, blessed, I'm out of room.
okay, Wendig, ich... Also, gut, Wendig kann es nicht wissen, aber ich finde so Witze generell oft nicht so witzig. Und der hier war jetzt auch nicht so der Knüller, aber wir sagen ihm wahrscheinlich höflichkeitshalber genau das Gegenteil oder so. Looks like there's quite a few today. Toa seemed pretty swamped when I saw her too. Not sure what it is that's keeping her so busy, but I want to do what I can to lighten her... to lighten the burden. And then there's the old schoolhouse too. I'll have to free up some time for that. Ja, ganz am Ende. Ganz am Ende. Ist noch ganz weit weg. Aber ja, die jüngsten Erinnerungen daran, die sind schon aufwühlend, auch für ihn. I guess we just have to see what we turn up this month. I promised to tell Crow and Milliam when I was going, so I have to give them a call when I'm ready to head in. Are you leaving early today? Ich darf auf gar keinen Fall vergessen, mir im Vorfeld schon Gedanken zu machen. Am besten vor Start der nächsten Folge. Wie ich meine Leute dann ausrüsten will, ne? Weil bei Milliam und Crow kann ich das ja schon vorbereiten, weil die kommen ja definitiv mit. Ja, yeah, I was just about to head out. Hehe, do take care then. The sky is looking a little ominous today, so I'd suggest taking an umbrella. Mm-hmm, you sure? It seems like another boiling summer day to me. Hehe, perhaps it is right now, but I have a hunch it won't last a day. Either way, I pray you'll have another fruitful day. Haha, thanks Sharon. I'll see you later then. Ich würde Sharon ja glauben. Die weiß nämlich eine ganze Menge und hat irgendwie so eine ganz gute Intuition, würde ich mal behaupten. Special Ops Uniform. Oh, Special Ops Faceplate? Was ist das? Wofür habe ich das bekommen? Ich glaube, ich habe das in meinem ersten Spieldurchgang nicht bekommen. Ich kann mich auch täuschen. Was war denn das, was ich da gerade gekriegt habe? Items? Wo finde ich das? Event? Hier. An Argus Cover designed for Special Ops. Das sind die Dinger, die im Laden immer so teuer sind, ne? Wo ändere ich das denn? Aber ich habe zwei Sachen bekommen. Was war das andere? Schon auch irgendwas hier in der Kategorie? Nee. Sei denn, ich habe das jetzt übersehen. Hä? Ich würde es gerne verstehen. Ah, da, hier, guck. Special Ops Uniform, worn by Milliam on Super Secret Missions and Stuff. Ach, das ist dann auch nur... Das ist dann auch nur für sie? Vermutlich. Warte mal, das kann ich mir doch aber hier angucken. Denn die sind nämlich alle hier im Menü auf jeden Fall schon mal drin. Cannot equip now. Komisch. Also irgendwie bin ich hier immer noch eingeschränkt unterwegs. Bei ihm könnte ich jetzt aber aus der Sparte was wählen. Hier allerdings nicht. Okay, bei Kostüm sind wir noch nicht so weit. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, bevor Sharon mich rausgebracht hat. Jetzt habe ich es vergessen. Nein, das war mir so ein Anliegen und jetzt ist es einfach weg. Class 7 Storm is sure to become rather lively now that those two have moved in, wouldn't you agree? And when things are lively, I feel extra motivated. We all feel the same way too. Today is our first 3 days since they joined the class 2, so they should prove helpful while we're exploring. Hehe, please take care. I will be here praying for a fruitful investigation. Dankeschön. Die Ecke hier ist voll hübsch. Aber Pflanzen machen eh jeden Raum irgendwie schön und werten den auf. Aber hieraus haben sie auch echt was Schönes gemacht, ne? Beim allerersten Besuch war hier einfach nur noch so ein bisschen Rumpelkammer-Lager-Ambiente. Und jetzt ist das ja echt gemütlich geworden. Sehr, 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 sehr schnieke. So, ich muss gleich mal gucken. Oh, wir haben 4 Bonding Points. 4 Stück. Guck mal, alle 4, die wir hier im Screen sehen. Also exklusive Milliam. Die werde ich da nicht mitnehmen. Aber das hier sind, glaube ich, die 4 Boys, die ich anquatschen werde. Und Gott sei Dank ist Markias nicht auch mit einem Ausrufezeichen versehen. Weil dann hätte ich jetzt Probleme gehabt, mich festzulegen. Beziehungsweise mir eine Person auszusuchen, die ich dann ausklammere. Aber... Fahrplan steht auf jeden Fall. Das ist schon mal gut zu wissen. So, dann gucken wir jetzt aber erstmal hier, weil wir hatten ja seit unserer Rückkehr in Trista gar nicht die Möglichkeit, hier nochmal in der Stadt ein bisschen genauer nachzuschauen, sondern nur auf dem Campusgelände und das holen wir dann jetzt nach. Last month's summer festival was so much fun. We went to mass at the cathedral and even got to wave at Princess Elfin and everyone else during the parade. You can treasure memories like that for a lifetime. Ja, das ist wohl wahr. I'm sure that the summer festival will be a nice memory for Kurt.
I hope we can go next year too. Ja, ich weiß nicht, ob ihr so ganz klar ist, wie das Ganze ausgegangen ist, aber man kann sich auch ausnahmsweise mal die schönen Sachen in Erinnerung behalten. Vielleicht könnt ihr mir sogar eine Scheibe von ihr abschneiden. Last month's summer festival was a lot of fun. Maybe we should visit Crossbell next and go to that theme park of theirs. I hear children love the park's mascot too. Ja, manchmal sogar Erwachsene, vermutlich. Wollte schon wieder was sagen. Ich muss mir mal irgendwie Iselsbrücken bauen, um nicht zu vergessen, was ich hier und da ansprechen wollte. Aber kommt bestimmt wieder zurück, wenn es wichtig war. Wisst ihr, wann es mir einfällt? In dem Moment, wo ich auf Aufnahme beenden klicke. Dann kommen die Dinge nämlich immer am allerliebsten zurück, habe ich das Gefühl. So, warte mal. Hier stand ansonsten keiner, ne? Ach nee, ich sehe ja hier auch die gelben Punkte. Alles klar. Schon wieder dezent ignoriert, dass die Karte ja sehr übersichtlich ist dahingehend. It's just about time for the trade conference, but I doubt they'll be talking much trade. More like the first annual Erebonia Calvert pissing contest, if you ask me. What? Okay. Well, if he's in charge of security, there's nothing to worry about. How does a pawnbroker manage to stay so well informed? I don't know what he's talking about, but it sounds important. Tja, ja. We're coming up on the West Emuria Trade Conference. Let's just hope it doesn't end in tears. Vielleicht hat er einfach gute Informanten oder Kunden, vielleicht auch Kunden in Anführungsstrichen, die sich hier immer wieder hin verirren und gut Bescheid wissen. Vielleicht bezahlt er auch für Informationen. Wer weiß, wer weiß. Ja, ganz ehrlich, beim Revive-Kram habe ich noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich will jetzt nicht meine Celestia Balms alle aufgeben. Ich glaube, ich belasse es erstmal bei dem, was wir haben. Exchange. Ich hatte doch hier aber mal bei ihm, aber die Chance habe ich jetzt scheinbar verpasst. Gab es doch mal die Möglichkeit, so ein verpasstes Buch noch nachzuholen, ne? Was ich aber nicht gemacht habe, weil das zu teuer gewesen ist. War doch so, richtig? Aber diesmal nicht. Diesmal nicht, obwohl ich schon zwei Bücher, zumindest aus der Red Moon Rose Sparte, übersehen habe. Aber naja, es ist, wie es ist. So, werter Herr Euler. Entschuldigung. I hear that there's going to be a big international conference in Crossbell. What's more, said conference will apparently be a gathering of the heads of all the Western Zemuria's major countries. Western Zemuria was largely controlled by Erebonia and Calvert up until now, so this is a surprising turn of events. Maybe it's a sign that times have changed. I was shocked to hear that this conference will involve the heads of each of Western Zemuria's major countries. Maybe it's a sign that times have changed. Naja, heute tritt übrigens auch Elliot auf, ne? Den wollen wir auch nicht vergessen. Dem hatten wir versprochen, dass wir mal vorbeischauen mit seinem Orchester. Auftritt, den er da hat. Me and Kay were supposed to be playing some Blade with Crow today. Crow cancelled on us saying something about his credits. He's gonna be able to graduate, isn't he? I'm kind of worried now. Kay's taking his sweet time too. The two of us were supposed to play together. So where is he? Ich weiß nicht. Weißt du nicht, wo er wohnt? In diesem kleinen Kabuff von Trista kann man doch schnell mal vorbeigucken und nachhorchen, oder? Oder ist das nicht so leicht, wie ich mir das ausmale? Keine Ahnung. So, wir sind in der Boutique angekommen. Und wer tummelt sich noch hier? Die gute Colette. Die treffen wir normalerweise immer im Gang in der University an. Oder in der Academy. I've actually had the pleasure of shopping at their main branch in Heimdall. Really? I'm so jealous. Ach, das sind die beiden Shopping-Fanaten, ne? Mit dem großen Altersunterschied, was ich ja sehr cute finde irgendwie. Can you show me around if we ever get a chance to go? Gladly. We can even go on a little spree at the department store too. Oh, how exciting. Ich feiere das irgendwie. Ey, ganz ehrlich, wenn ich Leute treffe, die sich für genau die gleichen Dinge begeistern können wie meiner einer, dann ist mir das Alter auch komplett egal, ne? Deswegen finde ich das so schön, das zu beobachten bei den beiden. Hallo Julia. I was asked to prepare an extra small uniform the other day. Apparently they needed one because the regular small size ones are too large, which meant making a new one from scratch.
I can only assume that a new student transferred in, even if it's an unusual time of year for that to happen. Da bezieht sie sich wohl auf Milium. Someone ordered a new male uniform too. Uniform sales have been high this year in general, but getting multiple orders this late in the year is very strange. Tja, bei Class 7 ist alles strange, kannst du dich schon mal dran gewöhnen. Alles, was dir strange ist, so unter die Linse kommt, kannst du davon ausgehen, dass das irgendwie mit unserer Klasse in Verbindung steht. So. Ja, hier gibt es auch noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich versuche jetzt stark zu bleiben und mein Geld zusammenzubehalten, bis wir unsere nächste Fieldstudy starten. Übrigens, die nächste ist meine allerliebste und da habe ich richtig Bock drauf. Und am liebsten würde ich jetzt fast schon durchrushen, ja, und einfach sagen, hey, gib uns die Fieldstudy, ich will loslegen. Aber wir nehmen uns die Zeit, jetzt uns jetzt hier nochmal umzuschauen, weil jeder sagt ja auch was anderes. Hey, you sis, I don't see you around here too often. Well, I have some things I need to purchase. Oh, stuff for the riding club? Well, not exactly. Anyway, don't mind me. It's nothing of particular importance. Well, he's definitely got something on his mind. Ja, wir werden den ersten Punkt hier direkt reinstecken. Well, I'm here and I've got some time to spare. Why not tell me what's up? I might be able to help you out. Yay, you really do enjoy sticking your nose in other people's business, don't you? Nein, nur in dein Business. Nur dein Business interessiert uns, Uses. Alle anderen sind egal. Bei dir wächst unsere Nase ganz besonders. So tief wollen wir sie reinstecken. So, your uncle in Berehard sent you a letter then? He ran that one restaurant, right? Correct. It seems that he caught wind of the fact that we were involved in the terrorist attack during the summer festival, which caused him to get worried and send you a letter. Just goes to show how much he really cares about you, huh? There was no reason for him to be concerned over something so minor, especially as we've rarely contacted each other up until now. Haha, don't even try to hide it. You're happy about this, I can tell. Ja, Jesus, du darfst auch mal lachen und dich über solche Sachen freuen. Warum immer hier den Bösen raushängen lassen? Quiet. More to the point, I feel some remorse for causing him enough concern to feel the need to write. And so, as much of a pain as it will be, I feel as though it would be best to include a token of thanks along with my reply. Which explains why you're here. Found anything you think he'd like yet? Not quiet. I rarely come to stores like this in the first place, so I don't even know where to start. Tja, hat Rin auch irgendwas Konstruktives beizutragen? What are you laughing at? Sorry, I was just relieved, that's all. It's nice knowing that Rufus isn't the only person you're willing to let you into your life. Ah, dich hat er ja da auch schon reingelassen, auch wenn er das sicherlich abstreiten würde. Always looking for an opportunity to spout nonsense, aren't you? Putting your personal failings aside for the moment, now that I've told you, you need to help me find something for him. I was counting on it. Ja, wir müssen aber vorher ein bisschen was über ihn erfahren. The two of them proceeded to browse the store for something appropriate. After some searching, they found a rare brand of tea, natürlich was auch sonst, that Rin used to drink back home and decided to buy that. Ja, man kann, glaube ich, Schlechteres einkaufen. Apologies for taking up your time. Don't worry about it. I'm sure your uncle will be happy about this. One can only hope. Ja, ich glaube, der wird sich schon allein über die Geste freuen. Your bond with you is strengthened. Yes. That was the plan. Das war der Plan und er ging auf. Hooray. Thanks to you, I was able to find a fitting offering. My uncle is quite a tea connoisseur, so he ought to be quite pleased with this. Thank you. Ja, gern geschehen. Thanks to you, I was able to find a fitting offering. Na dann, jederzeit gerne wieder, Yusis. Du weißt, wo du uns findest, nicht wahr? All the radios are pretty cheap now, so we started stocking them. With Radio Trista so popular, they're just flying off the shelves. I guess this is the misty effect people are always talking about. That Arbentime show on Radio Trista is a real hit. I listen to it now and then myself, so I get why. Ladies got a real nice voice. Ja, das sagen viele. Das wird wahrscheinlich auch den Erfolg unter anderem dieses Formats ausmachen. So, was machen wir denn hier Schönes?
Ach, warte, ich wollte... Nee, wieder nur Healthy Liquor. Ich finde dieses andere Zeug nicht. Wie habe ich das in meinem ersten Spieldurchgang gemacht? Dieses... Ich habe vergessen, wie das heißt, aber es war nicht Healthy Liquor. Es war aber auch nicht Honey Sirup. Es war irgendwas, was ich nicht habe, aber ich kriege ja relativ schnell raus, was das war. Bei Recipe, genau, weil hier so viel ausgegraut ist. Hearty Powder. Mann. Ey, der Händler, der mir das als erstes andrehen wird in nächster Zeit, für den werde ich meine Seele verkaufen, um damit mein Kontingent auffüllen zu können an Powder-Dingsens. Und ich hoffe, dass das vielleicht im Rahmen der nächsten Fieldstar, die dann endlich wieder möglich sein wird. Oder was heißt wieder? Ich weiß nicht, ob ich das jemals schon irgendwo kaufen konnte. It's getting very toasty these days. When the temperature is this high, flowers need lots of water to stay healthy. Tja, genauso wie Menschen und Tiere. And that goes for people too, genau. Make sure to stay well hydrated so you don't get heatstroke. Ne, Heatstroke kriege ich nur in Earthbound. Und da fuckt das nochmal doppelt und dreifach ab. Also lieber einmal im Real Life einen Heatstroke. Oh nein, ich will das nicht kleinreden. Ich möchte sowas auch im Real Life nicht haben. Sonnenstich ist nie gut, aber ey, war das eine nervige Zustandsveränderung, mein lieber Scholli, ja. Das wird wahrscheinlich eine Weile meine erste Assoziation bleiben, wenn ich das Wort irgendwo lese oder höre oder sonst was. Hallo Michael. Our listener numbers keep going up and up, which is fantastic. The only problem now is those scumbags from the Imperial Chronicle Radio. They're always whining at us whenever anything happens. We report a scandal involving the nobility and they start complaining about how we're inconsiderate for talking about it. And how we're inconsiderate? Naja. I ain't got the time to deal with them. If something needs reporting on, then we'll be reporting on it. That's my duty. Und wahrscheinlich auch euer Erfolgsrezept. In the end, if I feel that something's gonna be reported on, then we're gonna be the ones to do it. More importantly though, I'm gonna get some new material for Abendtime. Tja, und die Leute scheinen das ja zu mögen, wie ihr das aufbereitet und was ihr da aufbereitet. Insofern sehe ich da auch nicht das Problem. There are a wealth of different Abendtime submissions that have been used on the show on display. Ah, hier hängt wahrscheinlich auch irgendwo das Exemplar von Markias noch rum. I was hoping that I'd bump into Misty if I kept coming here. I haven't seen any girls who I've thought would be her, though. Oh well, I suppose a true fan must be satisfied with her voice alone. Yeah, I've only ever seen some of the stuff and that one old guy around here. Who is that old guy anyway? He's always waiting out here mumbling stuff. How could anyone be so creepy? Ich finde dich ehrlich gesagt ein bisschen creepy, ja? Ich meine, der Typ, der arbeitet hier. Und du? Was machst du eigentlich? Du hängst ja den ganzen Tag rum und wartest darauf, dass deine favorisierte Nachrichtensprecherin vor... Nachrichtensprecherin, sage ich schon. Radiomoderatorin vorbeikommt. Es ist, weiß ich nicht. Muss jeder selber entscheiden, was er creepier findet. Aber ich finde Letzteres. Another Scorcher today. But Misty's been searching for material to cool everyone down during the show. This may be your chance to have your submission used on the show. Nee, danke. In other news, the director's hard at work, seemingly completely undaunted by the heat. We don't see passion like that every day. Ich weiß nicht, also ich kann mich halt gar nicht so reinversetzen, dass man so Idol-Vibes für jemanden verspüren kann, den man nur aus dem Radio kennt. Also so Sympathie und so, ja, aber so richtig, richtig gehypt, weiß ich nicht. Würde es dann den Leuten nicht eher die Illusion zerstören, diese Person dann auch zu sehen, die du sonst immer nur vom Hören kennst? Also, dass da die Neugierde riesengroß ist, das ist irgendwie klar. Aber ich finde, das kann auch irgendwie nach hinten losgehen, ne? Weil man baut sich ja immer so Bilder im Kopf zusammen und wenn die da nicht zur Realität passen. Most of the upper-class students have gone back home for the summer. Don't share this with anyone, but I find it kind of relaxing whenever they're gone. Mostly because it's so much harder to know... Was? To kowtow? Kowtow? To them when the heat is this bad. Mm-hmm. Most of the nobles who didn't go back are incredibly dedicated to their clubs. They're all really nice too. It's the haughty ones who I'm glad to have gone. Ja, das ist genau das, was ich auch mal wieder sage. Es reicht manchmal einer aus einer bestimmten Personengruppe, wenn der sich scheiße benimmt, dann ist man ganz schnell dabei, das immer auf die anderen auch runterzubrechen und
zieht man da plötzlich eine ganze Gruppe in Sippenhaft quasi, obwohl das so ein kleiner prozentualer Anteil ist, der aber dann vielleicht lauter ist als alle anderen. So, warte mal, Gaius ist auch Bonding Point Material, ne? Hugo, opening food stalls at the festival doesn't sound like a bad idea, actually. I know, right? Still a wee while away, but we'll be loaded by the end of it. Though food stalls aren't exactly my speed, but it's a good idea nonetheless, so I join you on this venture. Oh, it's no your speed, is it? Fine then, go ahead and tell me what you would be doing. Two words, Becky. Manufactured demand. I'd start by giving away super sweet drinks for free, but they will have an aftertaste so strong those pricey fruity desserts will start looking like affordable palate cleansers. Yeah, you're even more awful than I thought you were. Ich würde sagen, es ist auch ein bisschen Geschäftssinn, ne? Ich meine, er zwingt ja keinen dazu, aber er denkt halt mit, ich finde das gar nicht so abwegig. Das machen ja viele. Man sagt ja auch oft, dass in der Gastro die Leute ihre Kohle damit verdienen, dass sie halt Getränke an den Mann und an die Frau bringen, nicht? Well, that was rude. Either way, it seems as though this issue has been resolved. Well, that was rude. Alles klar. Und Becky, bei dir so? I cannot deny that you know what you're doing at least. Das meine ich ja. The festival's gonna be an absolute belter though. I'm gonna rake the dove in with food stand. Yes. Irgendwie so. I cannot deny that you know. Okay, hier wiederholt sie sich. Alles klar. Es ist immer wieder schön mit dir, Becky. Man muss sich mal ein bisschen konzentrieren, aber ich mag dich trotzdem. Hallo, Albert. The Imperial Liberation Front Group could be a real threat to the Empire. They attacked Heimdall and laid their hands on Princess Alfin, but they're still standing. Nothing is off limits. What if they were to attack Tristan next? Ja, dann platzieren wir uns alle in unseren Bunker. Den müssen wir nur noch schnell bauen. I can't help but worry. What will those terrorists do next? Ich glaube, das fragt sich gerade vielleicht nicht unbedingt die ganze Welt, aber sicherlich das ganze Land. Und kann alles das nächste Ziel sein, ne? Some ingredients I ordered a while back finally arrived today. So now I'm trying to cook up the kind of stuff you don't see every day. I'm talking rare cuisine here. Don't know if I've got the flavor down right, though. Das kann ich auch noch nicht sagen. Müssen wir erstmal verkosten. So now I'm trying to cook up, don't see every day. I'm talking rare cuisine here. Und hier wiederholt sich der gute Mann. So, was haben wir hier? Coffee. Coffee. Cures that down. Cures sleep nightmare. Das hier finde ich gar nicht so uninteressant. Aber die Special Pizza, die würde ich am liebsten selber herstellen. Vielleicht kann ich das sogar, aber ich muss warten, dass meine Gruppe hier wieder zusammenkommt. Ey, ich würde so gerne dieses eine Ingredient irgendwo noch einkaufen. Ey, es gibt's doch nicht, dass ich das nirgendwo herbekomme. Habe ich jetzt hier mit allen gesprochen? Glaube ja. So, Gaius, jetzt habe ich Zeit für dich. Ah, smells fantastic. What's that you're drinking? Wait, this smells kind of familiar. Ich sag nicht Tee. Ey, langsam wird's gruselig, dass hier alle irgendwie nur Tee trinken. Ich will Magias zurück. Das war so klar. It's tea brewed with herbs from Nord. The same kind you drank when we were there on our field study, actually. Fred managed to get his hands on a little bit. He even treated me to a little since he knew I'm from there. Really? That was nice of him. Should I join him? Ja, komm, trinken wir zusammen Tee. I'd like to try some, if I may. Let's ask Fred for some then. For some then. Voll komisch betont gerade von mir. Naja. Ey, ich trinke auch gerne Tee, ne? Ich finde es halt nur ein bisschen belustigend, dass hier alle irgendwie gefühlt nonstop nur Tee trinken. Ah, this smells really soothing. Reminds me of the tea I always used to drink back home. Now I want to see Toma and everyone else again. Kind of reminds me of the delicious food we had there too. Now I'm getting hungry. Ja, Dito, deswegen Themenwechsel bitte. Well, I think I know the solution for that. I've got a job for you. Oh, what kind of job? I've been thinking up some new stuff for our menu. So I figured I'd try my hand at a classic from Nord, but it's not going too hot. This is where you come in. Tea's on the house if you help me out. Aha, auf Lebzeiten?
dann vielleicht. Oh, I see now. Gaius would be the man to ask for that stuff. Happy to help, especially if you're promising me tea. I'll see your tea and raise your taste test privileges on everything I make. I see your tea and raise your taste test. Okay. Now come on over here. Na dann mach mal. Denk an die Tee-Flatrate. Wir sollten das vorher vielleicht ausloten, wie lange wir jetzt hier umsonst Tee bekommen. You've got all the ingredients ready, I see. I think fees and wraps should be a good place to start. Oh man, now we're talking. Trust Gaius to make it look easy. I made my fair share of dinners back in Nord. Mind if I use your stuff? Ich glaube, der lässt sich alles nutzen, was ihm hier zur Verfügung steht. In what seemed like no time, the fees and wraps were ready. Rean and Fred then proceeded to dig in. Große Verkostung. Trommelwirbel. Wow, these are great, but maybe I should have expected that from someone who grew up making them. What do you think, Rean? They're definitely not bad, but they're lacking a little something compared to the ones we had in Nord. You serious? I figured as much. Weißt du denn, woran es liegt? Bestimmt an dem Item, was ich hier nicht kaufen kann. But I might know the reason why. Would it be okay for me to make another batch, Fred? I'll keep eating them if you keep making them. Na dann, Gaius got right back to cooking again. Ich hoffe, er verrät uns am Ende, wenn jetzt alle total begeistert sind, auch was den Unterschied ausgemacht hat. Wahrscheinlich hat er es einfach mit ein bisschen mehr Liebe zubereitet. After this, the second round of tasting began. Whoa, I don't know what you did, but this tastes way better than before. Yeah, now this lives up to what we ate up there. What you do differently, though? Seems like I wasn't thorough enough when I prepared the herbs. Mostly because it's been so long since I tried making any of my home cooking. But your criticism reminded me of just what I was missing. Und das wäre? Great, not only does my cooking get better, yours does too. Thanks a lot, both of you. This new menu's gonna knock him dead. Haha, can't wait to try it. I'm surprised you noticed the difference, though. It's kind of nice to know our food left such a lasting impression on you. When I eat something delicious, I tend to remember it. I have to admit, though, it kind of makes me miss Nord. You're telling me. Hopefully, I'll have the chance to bring all of you back there someday. I have to ask my mother to teach me some more of her recipes, too. Given any thought to becoming our class official cook? Just a thought. Ich werde dafür. Auch wenn ich nicht mitessen darf. Aber ich finde es voll komisch, dass er am Ende nicht gesagt hat, welche, also was jetzt genau im Detail er da jetzt angepasst hat. Er hat ja nur gesagt, ihm ist dann irgendwas eingefallen, was er vorher irgendwie anders gemacht hat. Und das war's. Keine Ahnung. Danke trotzdem, Gaius. This has got me feeling a little homesick now. This got me feeling... I'd like to invite you all up for a regular visit sometime. Vor allen Dingen sollten wir vielleicht auch mal die Leute mitnehmen, die bei der Field Study auch nicht da gewesen sind, ne? Also, für die einen wäre es halt ein Comeback und die Sehnsucht, die sie dann wieder zurückbringt, und die anderen hätten dann zum ersten Mal ihre Wow-Momente. Nee, das war schon eine schöne Field Study. Wie gesagt, ich hatte ja, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, dass das meine zweitliebste war, und meine allerliebste, die steht uns jetzt noch bevor. Auch wenn da nicht alles so ganz easy sein wird, was da in der nächsten Field Study passiert. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. I read in the Imperial Chronicle that they are no closer to tracking down the Imperial Liberation Front yet. Haha, haben wir beim letzten Mal auch gelesen. Wir sind gleich gut informiert. They have to be a pretty brazen group to try some of those stunts they've pulled. Oh well, I doubt they passed. They'll last long now that they've gotten Princess Elfin involved. We've got a big military here in Erebonia, and supposedly all sorts of top secret intelligence agencies too. Those terrorists won't be able to stay hidden for long. Ja, das denke ich auch. Ich nehme übrigens alles zurück, was ich gerade gesagt habe, dahingehend, dass wir den gleichen Kenntnisstand haben. Ich glaube, wir sind ein bisschen besser informiert als Ihmchen hier.
So, ich kann auf jeden Fall neues Zeug einkaufen. A book detailing how to improve your lacrosse skills. Das wird doch nicht etwas mit Alisa zu tun haben. A book that introduces all kinds of different instruments. Das könnte wohl ein Elliot-Thema sein. Und a guidebook on traditional imperial court fencing. Da bin ich mir gerade... Achso, das wird für Usis sein, ne? Usis hat ja so eine Fechtwaffe. Ich habe gerade an den Club gedacht und dachte mir so, hä? Da ist doch von unseren Leuten nicht jemand da. Aber Usis ist, glaube ich, der Fechter unter uns. Das war, glaube ich, hier. Hätte ich von oben scrollen sollen, eventuell. Was habe ich gerade mitgenommen? Essence of Lacrosse. Jawohl. I wonder if Alisa's read this. I should ask her about it later. Ja, das werden wir zu gegebener Zeit auch tun. Aber nicht hier und jetzt, sondern stattdessen hier mal weiter gucken. Warte mal, das zweite war für Elliot. War das hier? Big Book of Instruments? Ich habe mir jetzt den Titel des Buches irgendwie gar nicht angeguckt. This book's a joy to read. I bet Elliot would like it. Mhm. Das hast du jetzt aber nicht innerhalb von 2 Sekunden durchgelesen, Reen, ne? Also ich meine, du kannst vieles, aber das vermutlich nicht. Ich weiß nicht, wenn du mal eine Minute in ein Buch, einen Blick reinwirfst in ein Buch, dann... Also ich könnte nach so kurzer Zeit nicht sagen, ob ein Buch was kann oder nicht, aber vielleicht haben andere da mehr Talent für als ich. The explanations in here are really thorough. Maybe I should discuss this with Usis sometime. Mhm. Das solltest du. Wobei ich glaube, Usis hat heute schon genug Socializing für seine Verhältnisse hinter sich gebracht, indem er sich einfach mal ein bisschen mit dir ausgetauscht hat und mit dir shoppen gewesen ist. So, was haben wir da vorne? Da vorne haben wir die Church. Die Church. Mit Church meine ich Church, aka Kirche. Aber erstmal wird geangelt, denn es haben sich wieder Fische angesammelt. Und das machen wir uns natürlich zugunsten. Den kennen wir noch nicht. Machen wir uns zugunsten. Ja, das war schon richtig, aber... Hallo? Der war aber widerstandsfähig zum Ende hin. Trout ist neu, ne? Ich glaube, der Types Court Counter, der ist von 11 auf 12 gerade hochgesprungen. Oh, da stand's. Fishing Rank Rose to Black Angler. Ich glaube, jetzt bekommen wir die neue Angel. Oh, ey, toll. Ein weiteres Mal hätte ich angeln müssen. Super. Bin letztes Mal noch so enttäuscht gewesen bei Kenneth. Dabei hat mal eine weitere Aktion gefehlt. Das ist schon wieder sehr bezeichnend. Das dürfte nur ein Swordtail sein. Okay. Ich fange mal die 3 restlichen. Ich gucke nur eben kurz, ob meine Vermutung die richtige war. Nee, das ist ein Kasagin. Oh, dann habe ich die verwechselt. Gut, dass ich es drin gelassen habe. Sonst hätte ich hier irgendwie Quatsch erzählt, ohne das aufzuschlüsseln. Beziehungsweise zu korrigieren. Ich habe jetzt 2 Kasagins noch gefangen und ein glattenes Bass. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein dicker schwarzer Fisch, wenn man so will. Den haben wir aber, glaube ich, vorher schon mal gefangen. Zumindest stand da bei der gefangenen Fischanzahl immer noch die 12. So, dann haben wir hier... Oh, hier ist was verändert. Normalerweise stand die gute Dame immer in der Küche. Aber sie hat ja schon angekündigt, dass sie jetzt hier irgendwie einen anderen Wind wehen lassen will in dem Haushalt. Oh my, good afternoon. It's rather warm today, isn't it? Of course, that's not an issue for me, since I'm never doing any more chores. Instead, I'm boldly pioneering the revolutionary new cocktail diet... Uh-huh. The children are away out too, so I have the luxury of kicking back today. Das klingt nach einem guten Tag für dich und wahrscheinlich auch für die Kinder. Theoretisch brauche ich auch gar nicht nach oben zu gehen, denn wir wissen ja, dass wir dort niemanden antreffen. Ey, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie kein Wort über ihren Mann verloren hat, über den sie sich ja normalerweise immer extrem ärgert, aber der scheint auch nicht zu Hause zu sein, deswegen hat sie wahrscheinlich gute Laune. Ach, hier findet ja heute die Aufführung statt, ne? Ich vergesse das immer wieder. I decided I'd come to the concert, since Bridget was going to be performing in it. No reason to hang around in the club if I can focus on what I'm doing, right? Right, let's take a peek. Ja, she's always been a good piano player. Right, let's take a peek.
ja, die wird sich auf jeden Fall mega freuen. Hoffen wir, dass sie nicht so nervös ist, wenn sie ihn erblickt, dass sie plötzlich nur noch Fehler macht und danach dann todtraurig ist. I'm glad to see that you could make it, Instructor Makarov. Well, well, Min's playing, so I can't exactly skip out on this. Right now, she is just doing some final checks before the show starts. Please, head inside. Mm-hmm. Good day, Rin. I take it you came to see the performance. Please make your way inside. It should be starting soon. Ja, ja, Eile mit Weile. Wir haben noch ein, zwei Sachen hier zu erledigen, bevor wir da joinen können. My sister kept bugging me to go see Min perform, so here I am. I've still got work to finish, but I guess I can be a good uncle and stick around for a bit longer. Sehr schön. My sister kept bugging me to go to see Min perform. Okay, ja, mal gucken. Mal gucken, vielleicht wird es dir ja sogar richtig gefallen. Ja, ein bisschen mehr Elan. Aber ich finde es gut, dass er sich aufgerafft hat, um überhaupt herzukommen, auch wenn seine Schwester ihn dafür wahrscheinlich ein bisschen getreten hat. Aber hey. Most of the upper class students have returned home for the summer, as per tradition. I'd imagine they're all getting about in their villas as we speak. I must admit that it's somewhat lonely without Master Patrick and Celestine here, however. Aha, höre ich da etwa ein bisschen Wehmut raus? The upper class dormitory is always a ghost town in August. I must admit that it's rather lonely. Oh, musst du mehr unter Leute gehen? Hast du hier scheinbar jetzt auch nicht mehr so viel zu tun. Wow, I had no idea such delicious looking food existed. Thank you very much, this should be a great help. Wahrscheinlich werde ich das bereuen, weil ich ihr wahrscheinlich gerade super gute Sachen mitgebe, die später mein Überleben hätten sichern können. Wow, I had no idea. Okay, hier wiederholt sich die Geschichte. Double Espresso auch einmal für dich. Jawohl, klingt jetzt für mich nicht nach dem allerspeziellsten, was man so auftischen kann, aber wenn sie einen doppelten Espresso als exotisch und wow-mäßig empfindet, dann ist das doch gut. Dann können wir sie jederzeit einfach glücklich machen, da wir das Rezept ja besitzen. Hallo Sarifa. Na, wo ist denn dein Herr, wie heißt der, Vincent? Lady Ferris was in rare form this morning. It takes a special kind of lady to both wear all of her clothes inside out and trip over nothing. Hehe, what an honor it is to serve such interesting and endearing masters. Tja, I knew it. She finds this all hilarious. Meint sie das aber wirklich ernst? Master Vincent has returned home for the... Achso, ja, klar. Bin ich komplett bescheuert. Aber gut, Ferris ist ja auch hier geblieben. Ne? Hätte ja sein können, dass er dann auch irgendwie nicht rüberfährt. Lady Ferris, however, has opted to remain at the Academy, as have I, in order to attend to her. It is both an honor and a privilege to be able to serve masters as interesting and endearing as the young Florals. Ich glaube, sie meint das wirklich ernst, ne? Man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Andererseits ist es für sie wahrscheinlich auch durchaus ein bisschen unterhaltsamer, wenn sie so, ja, so exzentrische, vielleicht auch extrovertierte Charaktere an ihrer Seite hat und dadurch ihr Tag ein bisschen aufregender ist. Ich weiß nicht, ich würde mir aber, glaube ich, an ihrer Stelle oder wenn ich eine Maid von irgendjemandem wäre, wahrscheinlich eher die ruhigen, unkomplizierten Charaktere aussuchen, wenn ich die Wahl hätte. Ich meine, die wird sich ja ihre eigenen Leute auch nicht ausgesucht haben, sondern einmal Geld auf den Tisch bekommen und gesagt, hier, wir kaufen deine Dienstleistung ein für. Und umso besser, wenn es natürlich passt, ne? Hey, Crow, ne? Oh, what are you doing here, Crow? Yo, Rin, I had something here yesterday, so I just came to pick it up. Though, man, I always forget how much of a pain moving is until I have to do it again. This is why I wanted to use my old room to just store stuff in. I wouldn't push your luck with that. Ach so, ey, jetzt, ja, gerade wieder ganz simple Zusammenhänge. Hier hat er ja vorher übernachtet und so holt jetzt sein letztes Zeug rüber. Should I give him a hand? He seems like he could use the help. Ja, stimmt. Hier gab es ja was in Bonding Points und so. Machen wir mal. I don't mind giving you a hand. You look like you need it. You're serious? Man, I guess they were right when they said you can't beat having a loyal first year at your back and call. Just to make it clear, this is unpaid labor, I'm afraid. Don't worry, I wasn't expecting payment from the guy who conned 50 Mira of me. Ja, das war diese Anspielung, ne, auf die erste Begegnung, die ich eingangs ja auch, glaube ich, erwähnt hatte. Oder war das letzte Folge? Nee, ich glaube hier. Yo,
Hey there. What's up, Crow? What's this I hear about you being a first year again? I heard worse. Did they kick you out already? Come on, you guys know nobody would ever want to get rid of me. No, show a little respect to the guy teetering on the edge of this second first of teetering on the edge of his second first year, Zorum. Haha, you've only got yourself to blame for that one. So I'm guessing this guy's a first year in your new class, Crow? Yes, I'm from class 7. Hallo, ihr kennt nicht den sagenumwobenen Reschwarzer, ich bitte euch. Well, how about that? Let me give you a little tip. Never drop your guard around this guy, cause he'll be in your pockets the second you do. Ja, ich glaube, wir haben relativ schnell gelernt. Hey now, we don't want to give my new classmate here the wrong impression. Zu spät. Trust me, I've got all the impressions I need by now. Genau das. This is ridiculous, Crow. Shut up and give me a hand here. This thing isn't gonna carry itself. Yeah, you could at least ask nicely. Alright, let's go get the rest of the crew to help us out with this. Huh? Jetzt kommen sie alle und helfen ihm. Ich kenne diese Szene kenne ich selber nicht, weil ich damals nicht Crow ausgewählt habe. Bei der Frage, an wen die Punkte gehen. Mit wem man Zeit verbringt. Aber alle haben mit angepackt. Nice. That should just about do it. Thanks for the help, guys. Don't sweat it, man. Just make sure you pay back that money you owe me. Yeah, yeah, I know. In that case, we'll leave you to it. Thank you for the help. For your help. Achso, das sagt er zu denen. Ich wollte gerade sagen, dass er selber mitgeholfen. The second he has left the room. Tja. They left in a hurry. Oh well, wouldn't have been able to move all that on my own anyway, so I'll let it slide this time. I'm surprised you got so many people to show up to help. You really do have a lot of friends, don't you? Well, I've been here for 2 years now, right? Keep it up, and one day you might be as famous as old Crow here. Ich glaube, der ist Rienrad auch auf dem besten Weg dahin. I get the feeling that in order to be that popular, I need to be old Crow. Alright then, now that you've got your furniture, I'll say it once again. Welcome to the Class 7 Dormitory. Thanks, man. Ah, das heißt, jetzt wird das hier auch ein bisschen mehr möbliert sein als vorher. Your bond with Crow strengthened. Müsste man sich jetzt mal angucken, aber ich habe dafür irgendwie gerade gar keinen Bock, nochmal in die Dormitories zu gehen. Aber die sind dann jetzt schon Level 3. Das ist gut. Wenn wir dann im Schoolhouse sind, dann kann ich da schon mal ansetzen. Das wird sicherlich helfen. Ah, looks like my swank Crotillion is all ready for me to settle in. Don't hesitate to drop by if you ever need anything, okay? We're dorm buds now, so if you're ever in need of my worldly wisdom, the door's always open. Yeah, I'll keep that in mind if I ever need a lesson from Old Crow's School of Hard Knocks. Hey, trust me, hang around me long enough and there's no responsibility you won't be able to dodge. Ich glaube, das deckt sich aber wenig mit dem, wie Rien eigentlich gerne leben möchte. Don't hesitate to drop by if you ever need anything, okay? We're dorm buds now, so if you're... Okay, das hier kennen wir schon. So, was ist jetzt anders als beim letzten Mal? Eigentlich ist alles wie beim letzten Mal. Außer, dass hier jetzt wahrscheinlich, glaube ich, Kartons stehen, die da vorher nicht standen. Aber ich glaube, die Pflanzen waren schon da. Regale, Schreibtisch. Das ist jetzt alles nicht wirklich neu. Irgendwas wollte ich vorhin noch. Lass mich mal kurz überlegen. Und zwar nicht hier. Für irgendwas wollte ich hier nochmal zurückkehren. Aber ich weiß nicht mehr was. Ich muss auf jeden Fall extrem aufpassen, dass ich die geheime Nightheart-Quest nicht übersehe. Und zu Elliot wollte ich noch. Ich glaube, ich werde jetzt mal den ganz faulen Weg gehen und die Nightheart-Quest, weil ich glaube, das wird wieder mit einem Schwimm-Minispiel verbunden sein. Ich glaube, die werde ich mir für die nächste Folge aufheben und wir werden dann heute einmal noch in den Genuss von Elliots Auftritt kommen, denn ich schätze, sobald wir hier einmal reingehen, geht es dann auch schon direkt los. Da habe ich auch schon meinen letzten Bonding-Point verbraten. Das will ich eigentlich immer ganz zum Schluss machen, ne? Aber jetzt konnte ich es irgendwie doch nicht abwarten. So, hallo Sister Ornella. Na, welcome to the Military Academy's Wind Orchestra is about to begin their performance. Please take a seat.
Das machen wir. Wir werden jetzt gleich richtig mit Vuvuzelas laut gröhlend die Kirche stürmen und unser Elliot-Fanshirt überstreifen und so richtig Rambazamba machen. Genau das will er. The performance will begin momentarily. This event organized and carried out by students from Thors can be considered one of Trista's customary events. Please refrain from making too much noise. Oh, der hat meinen Plan durchschaut. Der hat mich doch heimlich belauscht. Der guckt doch heimlich meine Let's Plays. Oh, hier sind aber einige Leute. Also, so gehört sich das ja auch. So, hallo Mint, kleine Maus. Oh no, here come the nerves. Oh, okay Mint, deep breaths, don't let your fear of failure make you fail. Ah, schaffst du. Ich weiß nicht, die Aufregung kann ich ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Also ich kenne das nur partiell. Mit Referaten und so hatte ich nie wirklich Probleme, aber wenn es irgendwie darum ging, weiß ich nicht, irgendwas zu machen, womit man sich nicht wohlfühlt, vor allen Dingen, wenn man schlecht vorbereitet ist, aber die sind ja gut vorbereitet, dann, ja, Mischmasch. So, Heber, für dich muss das auch besonders schwer sein, ne? Nervosität ist wahrscheinlich auch bei 200. I've done everything I can do while my arms like this. All I can do now is leave the rest to them. Good luck, everyone. Ah, die werden das schon rocken hier. Habe ich beim letzten Mal schon zu Elliot gesagt, sage ich auch zu dir, aber insgeheim weißt du es doch schon. Don't worry, as long as I play like I normally do, everything should work out fine. If Alan can put his all into everything he does, I can too. Don't worry, as long... Ja, Alan schafft das auch. Alan sollte aber langsam auch mal reinkommen, ne, wenn es jetzt losgeht. So, dann sprechen wir jetzt nochmal mit Elliot. Aureen, you made it. Hey there, Elliot, you're looking kind of nervous. Is it that easy to tell? There are quite a few people here, so I can't really help it. Especially since I'm the lead violin player now because of your bad accident. I can totally understand why you're nervous then. Good luck. Thanks. You'd probably be glad if I stayed. Und das werden wir auch tun. There's still some time left before you're on, right? Let's chat a little before then. It might help calm your nerves. Thanks, Rin. I'd really appreciate it. Na dann, kann nicht schaden. Mal gucken, worüber sie sich unterhalten. Nur übers Konzert oder auch was anderes? Elliot started tuning his violin before the performance began. Aber weggehen tun sie nicht. Nee, das macht er jetzt hier im Nebenraum quasi. That should do it. All that's left now is to wait until it starts. Not long now. You're looking pretty confident, though. Huh? Well, I mean, I can tell you're nervous, but you look focused, like you've just had a big distraction taken off your mind. You're probably right. And I think that's thanks to last month's field study. Now that you mention it. A lot of good things happened to me while we were back in Heimdall. I got to meet my friends who ended up attending the music academy, and I got to talk to you all about everything. I finally have the confidence I needed to stop running from my love of music, but I never would have gained that confidence if it wasn't for all of you. You really are tough, aren't you? Good luck out there, Elliot. I'll be cheering you on with the rest of the audience. Just you wait, we're gonna put on the kind of show you tell your grandkids about. Ooh. Speaking of confidence, and so began the Wind Orchestra's performance. Da sitzt Alan hinten rechts. Elliot and the rest of the Wind Orchestra played passionately, pouring all they had into every note. That passion captured the hearts of all who were present and their performance was deemed a resounding success. Bitte richtig schön mit Standing Ovations und so, ne? Bringt die Kirche zum Beben. Fand ich aber schön. Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn sie dafür jetzt nicht extra noch mal einen Track eingespielt hätten, so. Aber toll. Fand ich richtig schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier vorbeizukommen. Auch wenn die Performance natürlich bei diesem Event jetzt hier im Fokus stand und nicht irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche zwischenmenschlichen Themen, aber so kurz vorm Auftritt war das, finde ich, auch eigentlich ja nicht zu erwarten. Gut, ihr Lieben, wir werden jetzt mit den hier Anwesenden zu Beginn der nächsten Folge sprechen und
dann wahrscheinlich mit den Side-Quests beginnen und allen voran mit der Neidhardt-Quest. Und Neidhardt sollte, wird wahrscheinlich irgendwo im Academy-Building anzutreffen sein. Und das darf ich auf gar keinen Fall vergessen und werde es dann vermutlich auch nicht tun. Das ist der Plan. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.